schon, Partner. Machen wir uns auf zum Wasserturm. Von mir aus gerne und damit ein herzliches Willkommen zu Sly 2 Band of Thief. Na? Bande der Diebe. Zum Wasserturm. Hier meinst du? Oh. Einmal hier, einmal hier und dann sind die weg. Spring in meine Arme, ich werf dich darauf. Hallo? Ich hab ja Kreis gedrückt, aber irgendwie. So. Du wirst in deinen Weg hinein freispringen müssen. So, und jetzt nochmal. Und tschüss. Und rein. Konzentration. Welche Ventile muss ich drehen, um den Wasserdruck wegzuleiten? Ich muss die Kreistaste drücken, um den Wasserfluss durch ein Ventil zu verändern. Mhm. Einfach alle einmal klicken. Und dann sollte das auch gegessen sein. Geschafft! Seht ihr? Sie schicken bereits den Mechaniker, um ihn zu reparieren. Ja, genau. Die Schlüssel zum Mechaniker-LKW, ohne gesehen zu werden. Kein Problem. Tja, nur der darf mich nicht sehen, ne? Das müsst ihr auch wissen. Ich wusste es, deswegen konnte ich das auch so machen. Hey, geh zurück zum Brunnen und mach den Austausch. Dorthin. Stets zu Diensten. Machen wir uns auf zum Mechaniker-LKW. Okay. Wo geht's lang? Ach, dahin. Okay. Sehr gut. Tja, jetzt kommt richtiges Teamwork ans Tageslicht. Ohne Teamwork geht halt eben doch nichts. So, schlaf mal eine Runde. Und gute Nacht. Ich fahre. Ich weiß, wie man mit einer Gangschaltung umgeht. Passt überhaupt rein? Phase 3 muss ich auf dem Pfauenschild des Nachtclubs in Position gehen. Ja, ja. Alles kein Thema. Und Dimitri hauen wir auch in Rekordzeit in die Tonne, würde ich sagen. Tja. Scheiße, ne? Fahren gerade rauf. Mach dich bereit, dir die Abschlepp-Harpune zu schnappen. Na klar. Also besser gesagt, ich darf schießen. Scheibenkleister. Ich mach's nochmal. So. Willst du mich verarschen, Sly? Tut mir leid. Verdammt. Ups. Sly. Halt fest. Fahr los. Sly, die Wachen sind an uns dran. Schütz den LKW. Kein Problem. Ja, ja, ja. So. So, Hauptsache sie kommen nicht von hinten. Von hinten finde ich das nicht gerade geil. So.
wie gesagt, für damalige Verhältnisse bin ich jetzt um einiges besser. Ich bin ja auch nicht mehr in die 12, 13 oder 14. Ich bin jetzt unglaubliche 27 Jahre jung. Von daher, also eher alt. Von daher sollte das kein Ding mehr sein. Damals bin ich sicher etwa 20 Mal hier gestorben. Seht das ewige Gesetz von Schwerkraft und Trägheit. Sie nicht, Bentley. Okay, spring rein, schnapp dir Clockwerks Schwanzfedern und dann raus hier. Von mir aus gern. Und das ging jetzt gerade mal 6 Minuten, das Ganze. Ich bedenke, wie lange ich damals brauchte. Verfluchter Waschbär, du legst mein Haus in Schutt und Asche und ruinierst mich. Das ist so uncool. Es heißt doch leben und leben lassen, Bruder. Hör zu, Dimitri, du hast keine Ahnung, womit du herumspielst. Das legt mehr als dein Haus in Schutt und Asche. Bruder, du bist ein harter Cowboy. Ein Mann mit Geschmack, Stil, ein Visionär und Kenner feiner Dinge. Wie ich. Schau, ich bin sicher, dass zwei Kerle wie wir gemeinsam etwas auf die Beine stellen können, was? Wir sind easy, oder? Hier, siehst du das Geld? Gefällt dir das? Nimm so viel du willst. Ich kann. Keine Chance. Du und der Rest der Claw-Gang, ihr müsst aufgehalten werden. Clockwerk wird nie wieder das Tageslicht erblicken. Gib mir die Schwanzfedern, dann können wir... Ich höre immer nur Schwanzfedern, Bruder. Hast du keine Visionen? Hörst du, was ich dir anbiete? Glaubst du, du hast es drauf? Sei nicht zu kleingeistig, wenn du über große Dinge sprichst. Glaubst du, du kannst den Schläger schwingen? Zeig mir, was du hast, und ich mach dich alle. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Und dein Anzug sieht auch mies aus. Lust auf ein Tänzchen? Na, immer doch. Tja. Tja, scheiße, ne? Nee. So, verpiesel dich. Au. Dummes Stück Scheiße. Ja, ist klar. So, weg. Aha. So, komm. Trudi. So, danke. So, danke, Trolli. So, und weg. Ja, genau. So, und weg. Und meine Fälscherwerkstatt, das ist Vergangenheit. Tja. Ich will dir einen Gefallen. Welcher Dieb druckt schon Geld? Das ist so unehrenhaft. Du. Fiesling. Ein besseres Fluchwort fällt dir nicht ein. Missgeburt, Transe, du ungehobelter Fatzke. Sogar der Spruch ist intelligenter. Aber hey. Meine Gang und ich hatten es geschafft. Clockwerks Schwanzfedern gehörten uns und Dimitris Falschgeldwerkstatt war zerstört. Aufgrund der wie immer unpassenden Ankunft von Carmelita wurde meine Flucht ein wenig kompliziert. Ihre Wut, mich verpasst zu haben, ließ sie an Dimitri aus, schloss seinen Nachtclub und sperrte den frustrierten Fälscher hinter Gitter. Die Gang und ich fuhren für eine Woche nach Monaco.
Bentley wollte seine neue Kartenzählformel testen und ich dachte, das Team hätte sich eine Pause wohl verdient. Aber immer doch. Und jetzt kommt Sly 2 Band of Thieves Episode 2. Na? Eigentlich hier. 100%. Ups. Also gut. Eine romantische Begegnung. Okay. Na, wenn es das ist, auf jeden Fall. Ein weiteres Clockwerk-Teil war in Indien aufgetaucht und die Jungs und ich beluden den Van und machten uns auf zu unserem neuen Ziel. Rajan. Ein Selfmade-Man, aufgewachsen in den Straßen von Kalkutta. Er begann seine kriminelle Karriere als Teilzeit-Ganove und dealte Spice. Schließlich gründete er sein eigenes Unternehmen und wurde in die angesehene Claw-Gang aufgenommen. Anschließend krönte er sich selbst und setzt nun alles daran, andere von seiner königlichen Abstammung zu überzeugen. Solange, bis er es selbst glaubt. Gemäß der Etikette veranstaltet er einen prunkvollen Ball in einem nagelneuen Palast seiner Vorfahren. Der Grund? Seine neueste Anschaffung. Die Flügel Clockwerks. Das Symbol meines Feindes. Sah man die Silhouetten der Flügel im Nachthimmel, war es bereits zu spät. Besonders für einen Cooper. Rajan glaubt, das Zeigen der Flügel bringt ihnen das Prestige ein. Nun, zuallererst bringen sie auch mich. Definitiv, Sly Cooper and the Gang in Us Stay at Encore, oder wie? Keine Ahnung. Zumindest ich mache das immer. Jetzt zeige ich euch immer ein bisschen, was euch erwartet im nächsten Part. Wir haben hier wieder sicher neue Gegenstände. Kampfausweichmanöver, Katapultsprung, Größendestabilisator, okay. Kaufen wir direkt. Und wir müssen schon nicht mehr ins Tiefnet gucken. Listiger Schlitzohr. Okay. Genau deswegen habe ich reingeschlagen, weil ich nicht wusste, wo die Schlangen rauskommen. Bei hochgezogener Brücke kommst du nur über diese konischen Steine über den Fluss. Weißt du noch, wie man einen Turmsprung ausführt? Was? Glaubst du, ich vergesse einen der größten Tricks der Cooper-Familie? Immer wenn ich in der Nähe spitzer Objekte bin, muss ich springen und die Kreistaste drücken, um eine Ninja-Turmlandung auszuführen. Das ist korrekt. Na, lass es uns mal in Aktion sehen. Ja. Oh, mein Sohn ist wach. Das heißt, wir müssen zum ersten Mal, erst im nächsten Part wahrscheinlich, den Scheiß machen. Ja, er fängt an zu heulen. Naja, gut. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Wir haben jetzt gesehen, wo wir jetzt neu sind. Ach, verpiss dich. Rajan wird auf jeden Fall eine lustige Partie. Bis zum nächsten Mal. Tödlö.